Ja, huhu, hier wieder beim Cordy und seiner neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Ich bin heute nur aus dem Off dabei. Wir spielen Vampire the Masquerade in der 5. Edition. Vampire Blood and Sand. Es ist eine Sonderzwischenfolge. Breaking News quasi. Heute mit dabei die Scarlet, gespielt von Mondschatten. Ups. Hallöchen. Und der Ronan, gespielt von Rerion. Hi. Und ich bin nur aus dem Off dabei, weil das Baby auch da ist. Es möchte nicht ins Fernsehen. Hat gerade schon mal laut ins Mikrofon gerülpst. Und möchte hier die ganze Zeit betüdelt werden. Ist auch die ganze Zeit schon ziemlich laut im Vordergespräch. Jetzt gerade nicht, Gott sei Dank. Aber heute findet ein Gespräch statt zwischen Ronan und Scarlet. Und da habe ich als Spielleiter eh nicht so viel zu tun. Und deswegen übergebe ich einfach an die beiden, an den Rerion und die Mondi, und die machen das schon. Und ich hoffe, dass ich nicht so viel eingreifen muss. Aber naja. Mondi hat gerade eben schon das Setting irgendwie klargestellt im Gespräch vorneweg. Das heißt, so kannst du ja mal einführen, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, als kleines Zwischenbundle. Wir haben ja damit geendet in der letzten Folge, dass der gute Ronan das Massaker auspext hat und da so seinen kainitischen LSD-Trip gehabt hat. Und das Ende vom Lied war, dass sich Scarlet recht, ohne weitere Kommentare aus dieser Situation zurückgezogen hat, während die anderen noch sich mit Ronan unterhalten haben. Das Ganze wird es dann auch als Zusatzcontent geben für die Patreons zum Nachlesen. Ja, und Scarlet hat sich so einige Gedanken gemacht und es gibt da auch ein paar Sachen, die ihr schon längere Zeit auf der Seele brennen, und dementsprechend wird sie jetzt quasi am Abend vor dem Elysium, also die Nacht vor dem eigentlichen Event, bei Ronan vorbeigehen und den mal kurzerhand entführen. Bist nicht mit du Gewalt, denke ich. Nein, 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 nein. Also ich werde ganz lieb und nett anklopfen und sagen, hallo, wir müssen reden. Schatz, wir müssen reden. Ja. Ist Ronan bei Sam im Club oder wo bist du anzutreffen? Du bist gemutet. Das wusste ich. Da das Elysium kurz bevorsteht, mit Sicherheit im Club, weil er halt extrem paranoid ist, was die Sicherheitssachen betrifft. Und einige andere Kleinigkeiten. Also ja, er wird im Club sein, denke ich, ja. Mhm. Ja, dann würde Scarlet ganz normal eintreten, wenn Sam dort irgendwo am Rumwerken ist, was wahrscheinlich der Fall sein wird, kurz vor dem Elysium, würde sich erkundigen, wo du bist und dich dort aufsuchen. So, guten Abend, Ronan. Hey, Scarlet. Geht ja schon gut voran. Tja. Aber ich sehe, es geht dir besser. Das freut mich zu sehen. Ja, besser, keine Ahnung. Aber ich habe zumindest keine Stimmen mehr gehört. Das ist schon mal was. Großartig. Und ich meine, du redest wieder zusammenhängende Sätze. Also das ist in jedem Fall eine Verbesserung zu vorher. Ja, manchmal ist der Schlüssel zur Klarheit ein Stückchen Vergangenheit. Okay, jetzt entfernen wir uns von der ganzen Geschichte wieder. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde gerne mal unter vier Augen mit dir reden. Ich weiß, du hast viel zu tun mit dem Elysium, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir mal miteinander reden. Aha. Jetzt? Jetzt, just in diesem Moment. Aber idealerweise nicht hier. Das ist, wie gesagt, für vier Augen bestimmt oder vier Ohren. Okay. Ja, dann würden wir den Club verlassen, denke ich mal, und ein bisschen, ich denke, so random durch die Stadt schlendern. Das halt wirklich, während man unterwegs ist, ist es halt schwieriger, jemanden zu belauschen. Ja, ich würde jetzt mal einfach vorwegnehmen, dass Ronan sich vergewissert, dass man wirklich nicht verfolgt wird.
Ich würde das jetzt einfach mal so machen. Ja, also ich meine, kannst du ja auch Ja, also mit Sens die anziehen. So. und wenn wir was sehen sollten, logischerweise dann in die Ja. andere Richtung. Weil Paranoia ist halt Paranoia, aber leider ist es ja meistens keine Paranoia. Ja, und wenn wir sicher sind und auch uns so ein bisschen entfernt haben von allem, was so lauschen könnte, muss man ja auch auf Menschen aufpassen. Ronan, der Grund, warum ich dich zu einem Gespräch gebeten habe, eigentlich sind es viele Gründe. Aber ich würde erst einmal mit einer Sache anfangen, die mich am meisten interessiert. Wieso hast du den Posten des Sheriffs angenommen? Was war die Motivation dahinter? Die Motivation. Als das Elysium bevorstand, bekam ich glaube, am Abend zuvor Besuch. Nickt mal so ein bisschen in Scarlets Richtung. In meiner Detektei noch. Von Amanda. Sie fing an, mir so ein bisschen, ich sag mal, Honig ums Maul zu schmieren, in gewisser Weise. Und Suggestivfragen zu stellen. Mit dem Ziel? Ich denke, meine Motivation zu erkennen, auf welcher Seite ich stehe oder ob ich überhaupt eine Seite habe. Ich nehme an, dass sie da schon ihre konkreten Pläne hatte. Jedenfalls war sie sicher, wenn es einen sozusagen eine Neuwahl eines Prinzen gibt, werden die alten Posten nicht mehr von denen gehalten, die sie innehaben. Damit hatte sie recht, ja. Und da ich und einige andere neu und unverbraucht sind und keine Verpflichtungen gegenüber den anderen haben, keine Gefallen, keine Schulden, kein gar nichts, also unbeleckt sind, wäre es vielleicht an der Zeit zu versuchen aufzusteigen. Und ich sollte mal darüber nachdenken, ob ich mir einen Posten vorstellen könnte. Und der Primogensposten steht von vornherein aus. Ja, von deinem Clan ist ja schon Veronica vertreten. Richtig. Und ja, beim Elysium schlug Amanda dann mich als Sheriff vor. Und ich habe zugestimmt. Aus. Tja. Ich denke, mehrere Gründe. Einer ist, dass ich, wenn auch nur am Rande, mitbekommen habe, wie viel schief gelaufen ist. Eher eine Ring in der Kamarilla hin oder her, aber wenn sie nach Gutdünken ausgenutzt und missbraucht werden, wofür sind die Regeln dann da? Richtig, ja. Und ich wollte es auf meine Art machen. Nicht einfach eine ominöse Gestalt im Hintergrund sein, sondern die Schwächen der anderen herausfinden. Herausfinden, was für Leichen im Keller liegen. Zu welchem Zweck? Die Kamarilla, die ganze Domäne,
in eine Richtung zu drehen, in der es Kaneten aushalten können, ohne Angst haben zu müssen, als Schachfiguren benutzt zu werden. Ich denke, das ist ein hehres Ziel, das definitiv. Aber ich glaube, dass das in keiner Domäne möglich ist, wo Kainiten ansässig sind. Ich dachte, in einer, die so klein ist, gibt es vielleicht eher eine Möglichkeit. Und irgendwo wollte ich einfach auch sehen, ob ich, dass ich mit dieser Position möglicherweise andere beschützen kann. Ja, das ist deine Aufgabe als Sheriff, die Stadt zu Gerade schützen. die, die sonst vielleicht nicht beschützt werden. Nein, deine Aufgabe als Sheriff ist es vorrangig, die Stadt zu beschützen, nach innen und nach außen, von jeglicher Gefahr. Sei es von außen oder von innen. Richtig. Ja. Und ich hatte mir einen schönen Schlachtplan zurechtgelegt, bis mein Namen an den Nachthimmel geschrieben wurde. Da führte ja kein Weg dran vorbei. Das hat, glaube ich, jeder mitbekommen in der Stadt. Und ehrlich gesagt, ab dem Zeitpunkt wusste ich gar nicht mehr genau, was das noch für einen Sinn hatte. Ehrlich gesagt habe ich im Moment damit gerechnet, dass ich das Gesicht von Malcolm sehe und das war's dann, wenn ich aufwache. Verständlich. Weißt du, ich war die längste Zeit, wenn schon überhaupt, in einer Domäne in New York. Und dort hatte der Sheriff auch eine ganze Sicherheitstruppe unter sich. Das hat vieles leichter gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Und ich wusste einfach, dass es Kainiten gibt, die nicht geschützt werden, weil sie zum Beispiel nicht der Kamarilla angehören, aber dennoch Kainiten sind. Richtig. Auch wir haben das Problem mit den Anarchen. Was heißt Problem? Das ist an der Stelle noch die Frage. Letztendlich weiß ich, dass das eine sehr idealistische Einstellung ist, aber wo doch eine Einschätzung. Aber ich habe was geschworen. Diejenigen zu bestrafen, die das Gesetz für ihre Zwecke ausnutzen. Die auf Kosten anderer leben und die sonst nie zur Rechenschaft gezogen werden. Das sind sehr menschliche Ziele. Ja. Ich habe das versucht, als ich Cop war. Und es ist mir eher mäßig gelungen. Führte letztendlich zu meinem Tod. Das tut mir leid zu hören. Naja, und zum Tod meiner Frau. Und als Cop war ich nicht gerade das leuchtende Vorbild. Ich glaube, ich war auf der Dienststelle der mit den meisten Vermerken wegen ungebührlichen Verhaltens gegenüber Vorgesetzten und übermäßiger Anwendung von Gewalt in Verhören. Gewalt in Verhöre, das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut, um ehrlich zu sein. Scarlett, was denkst du, woher kommen meine Tattoos? Da muss ich ehrlich gestehen, mit Tattoos kenne ich mich nicht so aus. Ich bin aufgewachsen als
Teil der irischen Mafia. Das hattest du mal erwähnt, ja. Und wenn du dein ganzes Leben lang dies vorgelebt bekommst, ist das Denken eines Kriminellen für dich normal. Auch das kann ich nachvollziehen, ja. Und als ich Polizist geworden bin, habe ich nur zwei Prinzipien gehabt. Erstens, keinen meiner eigenen Leute ans Messer zu liefern. Und zweitens, ich wusste, wie Verbrecher denken. Also, warum sollte man mit ihnen Rücksicht walten lassen? Und das schlug sich auf meine Arbeit nieder. Und als ich dann verwandelt worden bin, dem mich mein Erzeuger verarscht hat, nahm ich das so ein bisschen als, tja, Preis für meine Sünden. Also eine Art Märtyrer. Du möchtest Buße tun. Letztendlich ja. Und mein Glaube als Katholik, ich denke, das ist mein Anker daran, menschlich zu sein. Wir brauchen alle unseren Anker, denn ansonsten sieht die Zukunft trübe aus. Wenn das Tier erst übernimmt, hören wir auf zu existieren, als die, die wir waren. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Idealismus brachte mich dazu, Sheriff zu werden. Nun ja, der Posten des Sheriffs beruht leider nicht auf Idealen. Ich denke, die Brucher aus dem alten Karthago wären sehr stolz auf dich gewesen. Tja, mit den Brucher kam ich auch meistens ziemlich gut klar. Als ich noch keinen Posten hatte. Das ist der Punkt. Ich denke schon, dass du ein hohes Amt bekleiden solltest, aber nicht das des Sheriffs. Der Sheriff ist der Vollstrecker des Prinzen. Jemand, der Urteile fällt und sie auch vollstreckt. Maskeradebrüche, die sofort geahndet werden müssen. Dünnblütige, die exekutiert werden müssen. Und dabei geht es nicht immer darum zu fragen, ob das richtig ist, was du tust. Du musst es tun zum Schutz der Camarilla. Und in dieser Funktion sehe ich dich nicht, Ronan. Du bist sehr gut im Ermitteln, das habe ich selber mitbekommen. Du bist gut darin, den Täter zu finden, den Schuldigen zu finden. Und du versuchst es gewissenhaft zu tun, weil du nicht willst, dass Unschuldige zu Schaden kommen. Das ist etwas, was ich durchaus nachvollziehen kann. Das ist auch meine Herangehensweise. Aber als Sheriff hast du Verantwortung. Verantwortung für sehr viele Kainiten. Ob du sie magst oder nicht, denn das ist dein Job. Wenn du versagst, sind wir alle in Gefahr. Und ich sehe nicht, dass du dieses Handeln in dir trägst, diese Bereitschaft. Kennst du das Buch Macbeth von Shakespeare? Ja. Wenn ich daraus einmal zitieren darf, in einem Gespräch hat Macbeth Frau zu ihm gesagt: Groß möchtest du sein, bist ohne Ehrgeiz nicht, doch fehlt die Bosheit, die ihn begleiten muss. Bosheit, ja. Wir sind Monster, Ronan, und du bist derjenige, der diese Monster schützen muss. Vor sich selbst, aber auch gegen Gefahren nach außen. Wenn Graham morgen auf die Idee kommt, Kinder zu wandeln, kleine süße Mädchen mit blonden Locken, könntest du die Hand gegen sie erheben? Tja, die große Frage, nicht wahr? Ja.
glaube, Miss Scarlett, ich habe darüber nachgedacht. Über dieses ganze Für und Wider und dass mir jeder verflucht und mal fucking jeder versucht zu sagen, du musst das Spiel spielen, Ronan. Spiel das Spiel, Ronan. Es ist wichtig, das Spiel zu spielen. Ich Wir glaube haben. aber, dass das Spiel über kurz oder lang dich an den Ort bringt, wo du nicht sein willst. Es kommt darauf an, wie du spielst. Ja, das stimmt. Es ist ein ständiges Für und Wider, ein ständiges Reflektieren. Will ich das wirklich tun, was ich gerade tue? Und ich glaube, da liegt das Problem. Wenn du den Weg des Sheriffs gehen würdest, so wie er sein muss, würdest du zugrunde gehen, auf kurz oder lang. Weil du die Konsequenzen nicht ertragen könntest. Als es um die Dünnblüter geht. Sam hat gehandelt. Ich heiße es nicht gut, was sie getan hat. Im Gegenteil, vor allem, weil wir uns bei der einen Kleinen gar nicht sicher waren. Aber sie hat gehandelt, während du versucht hast, sie davon abzuhalten. Eigentlich hätte es andersrum sein müssen. Du hättest handeln müssen. Ich weiß, dass ich das vor mir hergeschoben habe, aber als wir die Informationen von dem Quarterback bekommen hatten, stand ich hinter ihm und ich hatte die Knarre bereits aus der Jacke gezogen. Es ist leichter, ein Monster zu töten, als einen Menschen. Und ich habe ganz ehrlich versucht, das in dieser Stadt wirklich ehrlich zu machen. Aber es wurden mir nur Steine in den Weg gelegt. Das kann ich nachempfinden, glaub mir, besser als jeder andere. Und kaum jemand hat sein wahres Gesicht gezeigt. Gut, das ist sowieso nicht mehr üblich. Aber ich glaube, letztendlich muss ich so oder so eine Entscheidung treffen. Der Polizist Ronan, der Profiler, kommt in der Stadt nur bedingt weiter. Gerrit, ich wünschte, mein Beichtvater wäre hier. Hört immer gute Ratschläge. Als ehemaliges IAA-Mitglied. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich wieder denke, wie ein Mitglied der Mafia. Es ist die Frage, ist es das, was du willst? Wir haben eben darüber gesprochen, was aus uns werden kann, wenn wir das Spiel falsch spielen. Ich habe bewusst in meinem Leben ein einziges Mal getötet. Und das war in Notwehr. Aber ich habe sehr lange ausgeblendet, was meine Entscheidungen angerichtet haben, als ich Raubüberfälle geplant habe, Bestechungen geplant habe, Akten gefälscht habe, dass ich damit ebenfalls Leben zerstört und mit Sicherheit den ein oder anderen Tod hervorgerufen habe. Davon ist auszugehen, definitiv. Ich konnte mir das schönreden, weil ich es ja nicht selber gemacht habe. Ich habe es ja nur delegiert. Da sind wir wieder bei dem Thema. Die Verantwortung hast du trotzdem getragen. Ja, und das wurde mir erst nach meinem Tod so richtig bewusst, als ich Clan Tremere wurde. Als ich die ganzen tollen Geschichten unseres Clans gehört habe. Da hätte ich tatsächlich gerne Mäuschen gespielt. So viel wurden tatsächlich auch nicht mehr erzählt. Es ist unglaublich viel Wissen verloren gegangen, aber
Es gibt nur zwei Möglichkeiten letztendlich. Und ich habe über beide sehr gründlich nachgedacht. Bruce wird so oder so mein Stellvertreter sein. Das hattest du gesagt, ja. Und ich werde Sam zu meiner Geißel machen. Glaubst du, dass das eine gute Idee ist? Glaubst du wirklich, dass das eine gute Idee ist? Bleiben wir bei dem Szenario. Vielleicht ist es auch nicht Graham. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Vielleicht bin ich auch in 2 Jahren der Meinung, dass es ganz hervorragend ist, sich ein Kind zu wandeln. Wer von euch dreien wird es sein, der diesem kleinen blonden Engel den Tod bringt? Du, Bruce? Bruce, der quasi der liebste Kerl auf Erden ist, der quasi Menschlichkeit auf seiner Stirn stehen hat? Oder Sam, die bereits jetzt mit ihrem Gewissen so weit runtergerutscht ist, dass sie einfach Unschuldige tötet? Ist das wirklich der Weg, den ihr gehen wollt? Das Problem ist, dass das gar nicht unser ursprünglicher Weg war. Unser ursprünglicher Weg war, diese scheiß Stadt zu verlassen. Was hat sich geändert? Dass wir erst jetzt wirklich erfahren haben, oder zumindest ansatzweise erfahren haben, wie die Dinge stehen. Alle wussten von irgendwas Ominösem, was dort ist. Auch wenn wir immer noch keine wirklich hundertprozentig stichhaltigen Wahrheiten haben. Ehrlich, nach dem LSD-Trip, den du gehabt hast, will ich gar nicht mehr wissen, was hier unter der Stadt liegt. Fakt ist im Augenblick zumindest für mich, wie viele Kainiten sind denn noch da? Außer unserer Truppe, die. Nun ja, wenn Joe seinen endgültigen Tod morgen Nacht findet. Nicht mehr allzu viele. Der Posten des Sheriffs wäre sehr dünn, wenn ich ihn abgeben würde. Das ist richtig. Vielleicht würde das Merkel machen, aber. Tendenziell eher nein. Was glaubst du, würde passieren, wenn man keinen neuen Sheriff findet? Dann wird Sabra einen bestimmen. Möglich, Und aber zwar. sie kann nicht alle dazu zwingen. Glaubst du nicht, dass es an der Zeit ist? Wir haben uns ja selber schon darüber unterhalten. Wir alle sind unzufrieden mit der Stadt, wie sie aktuell ist. Warum sie weiter bestärken? Wenn ich mich zurückerinnere, hatten wir mal ein Gespräch darüber, wie wir uns unterhalten haben, dass wir unser eigenes Ding aufbauen wollen. Ich meine, wir wissen nicht, ob es funktioniert. Aber es wäre ein Anfang. Und bei allem, was wir bis jetzt mitbekommen haben, würde dieses System, was wir uns selber aufbauen wollen, eher an die Richtung der Anarchen anhängen, als an die der Camarilla mit ihren festen Hierarchien und Regeln. Deswegen stelle ich mir auch die Frage, da gerade da der Posten des Sheriffs sehr mit deiner Persönlichkeit sich, wie soll ich sagen, eher entgegensteht, als wirklich im Einklang ist. Warum überhaupt? Zebra hat bis jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass sie ein starker Prinz ist. Im Gegenteil. Du glaub mir, ich habe schon an einen direkten Umsturz gedacht. Aber uns fehlen Unterstützer für so etwas Direktes. Natürlich fehlen uns Unterstützer und ich plane auch nicht, morgen Viva la Revolution auf einem Elysium auszurufen, um Gottes Willen. Dafür haben wir viel zu wenig mit den Anarchen Rücksprache gehalten, als dass wir sie als direkte Verbündete sehen können. Ja, wir haben momentan ein Abkommen mit ihnen, aber wir wissen nicht, ob sie uns direkt unterstützen würden in so einer Aktion.
Ich persönlich würde davon ausgehen, wenn alles nach normaler Struktur verläuft, wird Sabra zwar Vorschläge annehmen, aber letztendlich selber bestimmen. Und ich fürchte, dass Aisea dann aufsteigen wird. Als Sheriff? Oder Seneschall. Das mit dem Seneschall wirst du nicht verhindern können, wenn Sabra das ist, was sie will. Als Sheriff wird er nicht antreten. Nimm's mir nicht für übel, das, was ich von ihm gehört habe. Er kann gut reden, aber mehr auch nicht. Er wird sich nicht selber die Hände schmutzig machen. Aber wer auch immer Sheriff werden würde, damit hätten wir einen potenziellen Feind mehr, der sehr viel Macht hat. Weil ich keinem der anderen so weit vertrauen würde. Das ist ein valider Punkt, ja. Glaube, wenn ich den perfekten Nachfolgekandidaten hätte, der in allen Punkten Joe an Ruf gleich käme, aber vielleicht ein bisschen gewogener wäre für unsere Sache, hätte ich das schon längst in die Wege geleitet. Und bis wir soweit den Boden bereinigt haben, müssen wir entweder jemanden finden, oder ich muss meine Prinzipien vergessen. Das halte ich für keine gute Idee. Weil so oder so, wenn du versagst, steht es, blöd gesagt, recht schlecht für uns alle. Wie gesagt, der Sheriff ist die primäre Schutzfunktion einer Stadt. Ein schwacher Sheriff lädt weitaus schlimmere Monster ein, als es vielleicht die Anarchen sind. Und da läuft literally einer mit Spinnenarmen rum. Glaub mich, zermartert ihr da seit Tagen und Wochen das Hirn drüber. Sagen wir so, was spricht gegen Malcolm? Ich habe nie das Vergnügen mit ihm gehabt zu reden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das jemals möchte. Aber er hat den Ruf. Da, wo er auftaucht, gibt es Tote. Er ist es gewohnt, isoliert zu sein. Er wäre ein idealer Kandidat. Zumindest hält er die Stadt erstmal oben, dass keiner von außen denkt, schauen wir doch mal hier rein. Und er war auch in die Geschichte mit Bruce und den Huntern involviert. So kann man sagen, ja. Er hat bewiesen, dass diese Stadt ihm am Herzen liegt. Der Sheriff muss nicht unser Freund sein, aber er muss in der Lage sein, uns zu schützen. Er sollte aber auch nicht unser Feind sein. Sheriff, der Posten des Sheriffs, die haben wenig Freunde. Ja, sie halten sich normalerweise aus allem raus, was direkte persönliche Bindungen betrifft. Aus besonderem Grund, weil jede persönliche Bindung würde sie erpressbar machen. Ich habe über Malcolm nachgedacht, aber es gibt da zwei, drei Sachen, die mir Bauchschmerzen bereiten. Die wären? Er mag mich nicht. Nenn es vielleicht einen menschlichen Zug, aber ich vertraue Profikiller nicht sonderlich. Nun gut, nach dem, was du mir gesagt hast, ehemaliges Mitglied der irischen Mafia ist jetzt auch nicht so toll als Beiname. Ja, unsere Cleaner waren auch außen vor, aber
Das zweite ist, der hat einen Todfeind unter den Anarchen. Das weiß ich ja. Und die beiden werden irgendwann einen Clash abliefern. Davon ist auszugehen, ja. Und wenn wir Malcolm dazu verhelfen, den umzulegen, haben wir die Anarchen wieder als Gegner. Deswegen ist es an der Zeit, dass wir Stellung beziehen, dass wir Entscheidungen treffen, was wir wollen, auf wessen Seite wir stehen. Dieses schöne Spiel, auf der einen Seite Posten der Camarilla zu bekleiden, nebenbei Abkommen mit den Anarchen zu schließen, um irgendwann das Ganze zu revolutionieren, ist strategisch gesehen super. Aber es ist gerade, du hast ja Adam erlebt. Ja. Und der ist der Vernünftigste, offensichtlich, scheinbar der Anarchen. Die Anarchen sind nicht sonderlich für ihre Geduld bekannt. Wir haben nicht viele Möglichkeiten, um einen Umsturz herbeizuführen. Und ein System zu etablieren, wie wir es uns vorstellen, wird nicht mit Sabra gehen. Richtig. Wir können kein System etablieren, wenn das Alte noch besteht und wir können das Alte nicht über Nacht abschaffen. Nein, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, hat die Camarilla überhaupt noch, blöd gesagt, Hand und Fuß in dieser Stadt? Mit dem Tod von Joe, der ja bevorsteht, wer ist noch da? Amanda ist auch weg. Was übrigens der letzte Punkt ist bei Malcolm. Amanda? Nein. Wenn ich Joe töte, bin ich mir nicht sicher, ob das nicht zu einer Blutfehde führt. Das Risiko hast du leider in unserem Dasein immer, dass du irgendetwas tust und irgendjemand es dir übel nimmt. Und wenn du mit dem neuen Sheriff eine Blutfehde hast, wird möglicherweise alles blockiert, was du zu erreichen versuchst. Möglich, ja. Ich kenne nicht den, ich weiß, dass die Banu Hakim eine Art von Ehren- und Moralkodex haben. Aber vieles fußt auf Blutrache und dergleichen und Blutgeld und Blutschuld. Ich gebe es zu, ich habe davor Angst, dass der Schnitt, der Joes Leben beendet, automatisch auch das meine beendet. Über kurz oder lang und damit auch das Leben derer in Gefahr bringt, die mit mir verbandelt sind. Aber ich kann ihn Möglich. auch nicht leben lassen. Das ist richtig. Allgemein hat er dich in eine sehr interessante, wenn auch ungünstige Situation gebracht. Weil, nimm es mir bitte nicht übel, Ronan. Aber dieser Plan mit diesem Showkampf, Ronan, jeder, der sich 2 Minuten mit dir in einem Raum befindet, weiß, dass du nicht der Schlechter bist, der Joe in einem Zweikampf besiegen kann. Ich weiß, das habe ich auch eigentlich von meiner Liste gestrichen, weil das keinen Sinn macht. Wäre ich etwas fähiger in Blutmagie, könnte man da vielleicht noch drüber reden, aber es ist halt einfach ein Punkt, an dem ich nichts ändern kann. Es ist gerade etwas, glaubst du denn, worüber ich fast jede Nacht nachdenke. Über Blutmagie? Über die Zukunft. Ich sitze da, bin die Nacht wach, also länger wach und wäge Möglichkeiten ab. Mein Verstand steht nie still. Ich erstelle und plane Szenario um Szenario. Ja, aber du hast Angst vor den Konsequenzen. Aber die Konsequenzen wirst du immer bekommen, egal auf welche Seite du dich schlägst, egal welche Entscheidung du triffst. Ich habe nicht Angst, dass Konsequenzen mich treffen. Ich habe Angst, dass Konsequenzen die treffen, die mir wichtig sind. Von wem reden wir genau? Von Jelly? In erster Linie. Aber auch mittlerweile alle, die zu unserem Klüngel gehören.
Sagen wir so, ich gehe davon aus, dass jedem bei uns im Klüngel bewusst ist, was für einer Gefahr wir uns aussetzen. Diese Gefahr hat begonnen, als wir zum allerersten Mal unsere konspirativen Gedanken geäußert haben. Einen Umsturz zu planen, das hat uns in Gefahr gebracht. Hat uns in diesem Moment ein Nosferatu belauscht? Könnte er dieses Wissen gegen uns wenden? Irgendwann, wenn es ihm von Nutzen ist. Oder sonst irgendjemand, der Verdunklung beherrscht. Auch die Kinder Maikavs sind dazu in der Lage. Der Gedanke ist, wir sind Kainiten und wir sind nicht sicher. Okay, spielen wir das Ganze durch. Spielen wir das Ganze mal gedanklich durch. Wir ziehen das soweit durch auf dem Elysium und dann würde ich ganz offiziell abdanken und meinen Posten an Malcolm vergeben, allein schon mit der Begründung und dem Lob, dass er sich im Alleingang um die zweite Inquisition gekümmert hat. Es wäre ein Argument für ihn, ja. So. Was dann? Wie würde es dann weitergehen, deiner Meinung nach? Es kommt jetzt darauf an, ob Malcolm diese Ehre annimmt. Weil allein denke ich, dass es auch hier ein politisches Statement setzt. Wenn du ebenfalls das Amt des Sheriffs niederlegst, wie Joe einst als Sabra gewählt worden ist, ist das ein Statement nach außen. Und wenn sich Malcolm weigert, den Posten auszuführen, wie viele bleiben noch? Ist Sabra so beliebt? Und überlege mal, wenn du deinen Sheriff quasi zwingen musst, für dich zu arbeiten, wird er das nicht mit Herzblut tun. Sabras Posten sinkt in dieser Stadt. Stetig. Sind wir mal ehrlich, sie ist noch Prinz, weil es sehr viele Anhänger in dieser Stadt gibt, die Camarilla hochhalten wollen, nicht Sabra. Und weil sie Angst haben. Aber nicht vor Sabra. Da bin ich mir noch nicht mal sicher. Es sind ein paar Ungereimtheiten. Ich möchte sie nicht unterschätzen. Wenn es stimmt, dass sie eine vom Clan der Könige ist, dann ist mit ihr zu rechnen und Vorsicht ist geboten. Das ist keine Frage. Ihr Blut ist unglaublich stark. Dann ist sie einfach nur ungeschickt in politischer Führung? Erstens, Edo hasste die Ventru. Sabra ist da. Richtig. Und wurde geduldet. Da muss irgendwas gewesen sein. Was wissen wir bislang noch nicht? Richtig. Sabra ist arrogant und selbstverliebt. Ja, das unterschreibe ich so. Lässt sich scheinbar bis zu einem Stück weit manipulieren. Das heißt aber nicht, dass sie nicht in der Lage wäre, wenn sie mit etwas wirklich nicht einverstanden ist, ihren Willen dementsprechend durchzusetzen. Die Demonstration, die sie durchgeführt hat beim Clan der Rose, hat das mehr als deutlich offenbart. Ungeachtet dessen, dass Ellen vielleicht doch nicht so der Bringer ist, wie ich es vielleicht gedacht habe. Es sei denn, sie spielt auch sehr überzeugend. Ich wage mir da kein Urteil zu bilden, aber was Sam bisher erzählt hat, glaube ich eher, dass sie ein kainitisches Toastbrot ist. Fakt ist, sie hatte Angst. Und wer Angst hat, neigt eher dazu, den Kopf unten zu halten und Ja zu sagen. Und wenn Graham auch nur im Entferntesten so weit drin hängt, wie es sich gerade abzeichnet, ist das der unberechenbarste Faktor von allen. Und dann haben wir fast nur noch die Tremere. Wo wir bereits versucht haben, ein Bündnis zu schließen.
Und Veronica ist schlau genug, um ihre eigenen Sachen zu machen und nicht aufzufallen. Richtig. Und da wird die Luft dünn. Deswegen die Frage: Wollen wir weiterhin die Camarilla politisch unterstützen? Die Ironie der Geschichte ist. So ein Satz von einer La Sombra ist so gut. Dass die Grundprinzipien, die unterstütze ich. Also es Den geht darum, Grundgedanken. die Theorie klingt super, aber die Praxis ist. Ja, so ein bisschen wie der Kommunismus. Ja, da kommt der Punkt. Ich muss gestehen, und Scarlett hält mal wieder so ihren Stapel Bücher hoch. Ich habe nie andere Städte kennengelernt. Ich verlasse mich auf das, was mir mein Sire hinterlassen hat. Die Erzählungen, die er mir hinterlassen hat. Die Propaganda, die mein Sire und ich hier bekommen haben. Das ist das, womit ich arbeite. Deswegen, ich habe hier eine Definition von, was ein Sheriff ist. Das war der Ausgang unseres Gespräches. Und dass er eine wichtige Funktion hat. Und die Schutzfunktion ist hier am wichtigsten. Die Vollstreckerfunktion. Ein Sheriff ist eine Autorität, die geachtet und gefürchtet wird. Für das, was sie tut, rücksichtslos. Weil es getan werden muss. Das heißt, in der Theorie sowie in der Praxis ist der Sheriff das, was uns schützt vor Dünnblütern, Maskeradebrüchen und auch für den Fall, dass größere Gefahren von außen kommen. Laut diesem Buch hier hättest du sogar die oberste Befehlsgewalt für den Fall, dass der Sabbat einfällt. Der Sheriff ist auch Kriegsführer. Ich kenne die theoretischen Funktionen, Scarlett. Das ist. Ich habe es ja sozusagen eingeprügelt bekommen mit Büchern. Ah, da hast du aufgepasst, sehr gut. Kenne den Feind. Ich gehe vor, indem ich die Leute kennenlerne und das nutze, was ich als Sterblicher hatte. Auf das ich mich immer verlassen konnte. Meinen messerscharfen Verstand. Das ist auch gut, dass du den hast. Und dass ich Lügen relativ leicht durchschauen kann. Richtig. Und das in einer Gesellschaft, wo eigentlich jeder lügt, sobald er den Mund aufmacht. Richtig. Wie gesagt, diesen Teil erfüllst du mit Bravour. Du bist Ermittler. Und das kann dir keiner abspenstig machen. Nur was würde mir das dann erstmal nutzen, wenn ich diese Macht abgebe? Alle Pläne, die ich dann hatte oder die Möglichkeiten, direkt einzuwirken, wären dann dahin. Was ist denn deine Möglichkeit, direkt einzuwirken? Was war denn bisher? Wenn du Graham vorladen wolltest, hat er dich verlacht. Als du die Anarchen vorladen wolltest, haben sie dich verlacht. Ja, das war mir aber von vornherein klar. Ich bin, denke ich, schon jetzt nach kaum 2 Jahren etwas frustriert von der kanitischen Gesellschaft. Dann halt das mal 20 Jahre lang durch. Ich gebe aber auch zu, dass mich diese ganze Sache stark verunsichert hat, was alles passiert ist. Und ich mich in zu viele Baustellen verzettelt habe. Fehler machen wir alle. Aber die Stärke daraus, oder besser gesagt, man muss die Stärke daraus ziehen, dass du die Erfahrung gemacht hast und es das nächste Mal besser machen wirst. Ich glaube, jeder wäre davon ausgegangen, wenn du als Sheriff jemanden vorlädst und diese Person nicht erscheint, dass du dort aufschlägst, höchstpersönlich und ihn dazu zwingst.
Was viele aber dabei vergessen, ist der Umstand, dass gefühlt in dieser Stadt älter und mächtiger ist als ich. Richtig. Und da hätte man als Sheriff, selbst wenn man neu wäre, und beste Voraussetzung einfach wenig Chance. So oder so. In dem Punkt muss ich sagen, meine Kräfte des Abyss haben wenigstens den Vorteil, dass ich mich verteidigen kann, wenn mich jemand angreift. Ich war damals sehr von Wut erfüllt und habe bewusst gegen meinen Clan rebelliert und deswegen sehr vieles nicht mitbekommen. Ich war Das war wahrscheinlich ein enttäuscht Fehler. und angefressen, bis ich, es ist schon fast ein bisschen ironisch, eine Frau kennenlernte. Du hast es mit den Frauen. Als die Pyramide gefallen ist, herrschte eilloses Chaos. Das kann ich mir vorstellen. Alle Tremere merkten, dass das Blut nicht mehr richtig funktioniert. Auf dass sie sich so viel eingebildet haben, auf dass sie Jahrhunderte so stolz waren. Klappt nicht mehr richtig. Und es bildeten sich viele Splittergruppen. Und eine davon lernte ich leider erst sehr spät kennen. Aber diese half mir durch die, ich nenne es mal Prüfung und die ersten Wochen. Und diese lehrte mich ein Geheimnis, was die anderen Tremere in der Stadt niemals wissen dürfen. Das wäre. Wenn ich dir das offenbare, dass du Okay, wenn ich ein dann sämtliche Tremere als Feinde habe, dann sag's mir bitte nicht. Für den Fall, dass wir jemals aus dieser Stadt rauskommen, hätte ich gern nicht gleich einen ganzen Clan als Feind. Sie würden mich töten. Dann sag's besser nicht. Denn sonst würdest du dich weiter erpressbar machen. Jedenfalls von da ab habe ich angefangen zu lernen, aber das ganze Okkulte, das war nie meine Welt. Aber zu hinterfragen, in den Kopf zu sehen, vorauszuahnen, wie der andere handelt oder denkt, das schon. Darum bin ich so gut in Auspex. Scarlett, du hast recht, ich kann mich nicht gegen einen Brucher verteidigen. Oder ein Gangrel. Oder gegen überhaupt irgendjemanden, der über gesteigerte Fähigkeiten verfügt. Weil ich das nie musste. Ich kann mich so gegen einen Straßenschläger verteidigen. Gegen einen durchschnittlichen Menschen, gegen ein Gangmitglied, gegen einen Cop. Sagen wir so, dass es ist ungünstig gewählt, weil als Sheriff hast du nun mal Pflichten, die halt auch in den kämpferischen Bereich reingehen. Und sind wir mal ehrlich, wenn du das mit der Blutmagie vielleicht mehr verfolgt hättest, hättest du auch mehr Möglichkeiten. Aber dass es hätte, wäre, könnte, das hilft uns in diesem Moment nicht. Würde ich den Posten räumen, könnte ich aber allerdings vielleicht Kontakt genug zu Veronica knüpfen, als dass sie mich lehrt. Das wäre ein Anfang.
Den Sheriff würde sie vermutlich nichts beibringen. Aus Gründen. Und Malcolm wird mir keine Banu Hakim-Geheimnisse verraten. Er gibt schon seine Geheimnisse preis. Du könntest sie gegen ihn benutzen. Dein Sire. Komische Stimme. Ist Wanze hier? Die Nachwirkungen von dem Messer. Das kann sein. Überall sehe ich Alistair Webb jetzt rumstehen. Das ist gruselig. Ich wollte auch noch was mit Sam klären, aber das wird schwierig, weil ich hätte unter anderem vorgehabt, deinen Namen reinzuwaschen, beziehungsweise postmortem den deines Erzeugers. Das ist heroisch, aber ich glaube nicht, dass es irgendwas ändern würde. Zum einen, um das hinzubekommen, müsstest du Graham ans Messer liefern, weil er derjenige gewesen ist, der Veronica die falschen Gedanken eingeflößt hat. Tja, wie heißt das so schön? Der Stachel sitzt bereits. Der Stachel sitzt ja, und mit Graham habe ich noch ein Hühnchen zu rupfen. Er ist schuld. Am Tod meines Erzeugers, genauso wie Andrew. Dem ist kein Hühnchen mehr zu rupfen. Das ist richtig, ja. Zumindest hoffe ich das. In dieser Stadt scheint nichts wirklich richtig tot zu bleiben. Dementsprechend würde ich ihn gerne fragen, was er sich dabei gedacht hat. Aber das kommt vom eigentlichen Thema weg oder bringt uns vom eigentlichen Thema weg. Worauf ich noch hinaus wollte, als Sheriff bist du angreifbar. Mehr als alles andere. Unter anderem durch Jilly. Momentan haben wir ein recht gutes Lügenkonstrukt, was aufrechterhalten wird. Sollte aber jemals rauskommen, dass Jilly kein Ghul ist, sondern eine dünnblütige, werden sich mehrere Fragen stellen. Zum einen, warum hat der Sheriff sie die ganze Zeit geschützt? Warum hat er niemals was gesagt? Das wird deinen Namen nicht besser dastehen lassen. Und auch eine Gefahr, die ich sehe, die andersrum funktioniert. Was ist, wenn Jelly sich weiterhin so entwickelt, wie sie es bisher getan hat? Momentan ist es so, dass sie sich selbst verletzt. So wie ich das verstanden habe, ist sie die Dünnblütige eines Malkavianers. Wir wissen nicht, was noch alles in ihr brodelt. Hab ich schon mal erwähnt, dass ich fast keine Nacht richtig schlafe? Nachts bist du ohnehin wach, du meinst tagsüber. Entschuldigung, Frau Professor. Das sind alles Gedanken, die ich habe. Ich denke, verfickt doch mal über jeden einzelnen Scheiß nach. Der Punkt ist einfach, weißt du, wenn du einfach nur Ronan wärst, ist das kein Problem, weil jeder Kainit hat mit sowas zu kämpfen. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Das Problem ist, du als Sheriff hast eine wichtige Funktion. Und wirklich jeder Hinz und Kunz könnte dich mit Jelly aushebeln. Wenn ich plane morgen, keine Ahnung, ich möchte unbedingt gern den Friseurladen um die Ecke anzünden oder die Alte von der Käsetheke, weil die mich komisch angeguckt hat. Und ich nicht will, dass du da irgendwas machst, ja, bitte. Ronan, sei bitte zu dem Zeitpunkt woanders, weil ansonsten, ne, Jelly, weißt du Bescheid. Du bist erpressbar, angreifbar. Ich meine, du hast schon bewiesen, dass du eigentlich korrupt bist. John und der Dicke, um Gottes Willen, ich beschwere mich nicht darüber. Ich mag die beiden ganz gerne. Aber eigentlich war es deine Aufgabe, sie zu finden.
Kommt jetzt noch ein valider Punkt, den ich nicht entkräften kann, oder? Nein, ich wollte natürlich erstmal das verdauen lassen. Oder hast du genug auf den Iren eingeprügelt? Es geht mir nicht darum, auf dich einzuprügeln. Es geht mir darum, dass du begreifst, dass das so nicht funktioniert. Ronan, du bist ein netter Kerl. Und du bist gut in dem, was du kannst. Das möchte ich nicht abstreitig. Das möchte ich dir nicht abstreitig machen. Aber für den Posten des Sheriffs bist du nicht geeignet. Und gerade weil ich mir Sorgen um dich mache, rede ich mit dir. Das müsste ich nicht. Hast du schon mal über Sam nachgedacht als Sheriff? Was spräche dagegen? Ich glaube, mein sehr menschlicher Teil, der eigentlich verhindern will, dass sie ihre Seele verliert. Auch wieder ein hehres Ziel. Aber kannst du wirklich für sie da sein, immer, um das zu verhindern? Ich meine, wie geht es weiter, wenn wir es schaffen, aus dieser Stadt zu verschwinden? Glaubst du, wir werden weiterhin ein Klüngel bleiben und zusammen die Welt bereisen? Glaubst du, du kannst für immer da sein, um sie vor dem zu beschützen? Bis vor einigen Jahren hätte ich da bedingungslos Ja gesagt, aber ich bin zweimal ziemlich auf die Fresse gefallen. Sam ist im gewissen Sinne eine logische Wahl. Sie kann sich zwar selber auch nicht verteidigen, Aber sie ist bereit, das zu tun, was getan werden muss. und ich glaube, Malcolm würde sie unterrichten, wenn sie ihn fragen würde. Zumindest scheinen die beiden eine Art Beziehung zueinander zu haben, ja. Und Malcolm könnte in dem Fall ihre Geißel sein. Wenn das Sam so möchte, ja. Und du wärst fein raus aus der Nummer und kannst dich darauf konzentrieren, die Strategien auszuarbeiten. Weißt du, was Sam mit mir macht, wenn ich sie wieder zu einem Posten überrede, den sie nicht will? Sie will ihn nicht. Ich Sie will gar mache. keinen Posten. Sie hasst diese Stadt abgrundtief und alles, was darin ist. Und am meisten, Warum hat sie den Posten der Harpy hier angenommen, wenn das so weil ich sie ist? überredet habe. Sam wollte ins Tageslicht gehen, nach Andrews Tod. Ich wusste nicht, dass Sam derlei Gedanken hatte. Ich war an dem Tag bei ihr, an dem Abend. Ein paar Abende später, wo ich wollte ihr etwas Zeit lassen zum Verdauen und nachher sehen, und sie wäre ins Tageslicht gegangen. Oder zur Stadt einfach hinausmarschiert, weil sie nicht mehr leben wollte. So hätte ich sie gar nicht eingeschätzt. Sie macht so eine recht kämpferische. Einen sehr kämpferischen Eindruck. Sie hat Andrew geliebt. Auch wenn das alles sehr krude und komisch vermixt und verwoben war. Sie hatte immer die Hoffnung, dass der Klüngel gut funktioniert. Allerdings hasst sie abgrundtief John.
Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Und den Dicken mag sie auch nicht sonderlich. Nun ja, ich möchte nicht wirklich mich. Ich empfinde es als schwierig. John wusste, was Sam ist, wie sie entstanden ist und hält es für wieder natürlich. Ich denke, das hat ihn in der Hinsicht getrübt, dass er nicht bereit war, sich wirklich Sam als eigenständige Person anzuschauen. Aber das werden wir nicht kitten. Nein, vermutlich nicht. Und ich habe an dem Abend, da habe ich, weil es eh schon auf dem Elysium angesprochen worden ist, ob Sam nicht die neue Harpyie werden will. Und da hat sie sich Bedenkzeit erbeten. Und ich habe ihr gesagt, dass die Harpyie eigentlich kein offizieller Posten ist in dem Sinne. Ist er auch nicht. Aber dass sie dadurch viele Informationen bekommen kann, theoretisch. Dass sie genauso ausgebremst worden ist wie ich, das wusste ich damals nicht. Mein Sire hat mir das mal erzählt, dass der Posten der Harpie. Eine Harpie redet normalerweise nicht darüber, dass sie die Harpie ist. Sie ist quasi. Wenn ich nochmal das Wort benutzen darf, wie so eine Art Propagandaminister des Prinzen. Man weiß nicht immer, wer die Harpyie ist. Die Harpyie ist ein Meister darin, Informationen zu verbreiten, Gerüchte zu streuen, Ruf zu ruinieren. Andere, die, der, du kennst die ganzen Definitionen, die brauche ich dir nicht geben. Ich denke vielleicht, dass da auch die Erwartungshaltung eine andere war. Jedenfalls mit der Möglichkeit, Informationen zu bekommen, die sie gegen ihre Feinde verwenden kann, habe ich sie davon abgehalten, sich umzubringen. Gut im Sinne, dass sie sich nicht umgebracht hat, aber du hast ihr quasi ein Versprechen gegeben, was sich nicht erfüllt hat. Wir können eigentlich von Glück reden, dass sie nicht rückfällig wird. Und so wie sich alles entwickelt hat, ich weiß nicht, ich bin mir sehr sicher, dass sie es ablehnen würde. Würde sie es annehmen, denke ich, wäre Graham am nächsten Tag tot. Wäre das so Ohne schlimm? dass sie einen berechtigten Einwand oder sonst was vorweisen würde. Sie würde jeden umbringen, von dem sie meint, dass es jetzt gerade passt. Meinst du wirklich, dass Sam ohne Ja. nachzudenken jeden töten würde? Nein, nicht ohne nachzudenken, mit einem Plan. Und sie würde dafür alles opfern. Aber ist das nicht genau das, was wir wollen? Wollen wir sie dann nicht darin unterstützen, das zu tun? Weißt du, wenn du, jetzt sind wir wieder bei einem sehr interessanten Vergleich. Nimmst du jemanden für sowas, der ein ausgebildeter Profikiller ist? Malcolm? Oder jemand, der glaubt, sowieso nichts zu verlieren zu haben, nicht in diese Welt zu gehören, eigentlich gar kein lebendes Ding zu sein und das Leben beginnt mit Hass zu betrachten? Wenn du es so siehst, das Problem wird sie aber immer haben. Als Kainitin ist sie genauso gefährlich wie als Sheriff. Wenn sie durchdreht, dreht sie durch und dann ist sie eine Gefahr für uns alle. Also wenn du es aus dem Punkt siehst, sagst du gerade, dass Sam unzurechnungsfähig ist. Noch nicht. Ich fürchte aber, dass sie sich dorthin entwickeln könnte, weil ihr der moralische, so komisch das klingt, Kompass fehlt, den selbst die Banu Hakim haben. Also möchtest du es dir zur Aufgabe machen, sie ein Leben lang davon zu überzeugen, dass das. Ich verstehe die Intention dahinter nicht, Ronald. Du kannst nicht die Welt retten. Du kannst nicht für alle da sein und nicht alle davor bewahren, irgendwann falsche Entscheidungen zu treffen. Wenn es das ist, was Sam will, irgendwann Rache zu üben, dann wird sie das tun, ob du da bist oder nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich kaum einen Tag ruhig schlafe? Ach, du bist kompliziert, weißt du das? Habe ich schon mal erwähnt, dass mein Kopf nicht stillsteht und ich Szenarien durchspiele?
Dann hören wir doch einfach mal auf, in Szenarien zu agieren und machen Nägel mit Köpfen und gucken einfach mal, was passiert. Fragen wir mal anders. Für wen wärst du von deinem jetzigen Kenntnisstand aus? Malcolm oder Sam? Ich würde Sam bevorzugen, weil Sam nicht meinen Sire getötet hat, aber wenn Sam es nicht machen möchte, Malcolm ist zumindest eine starke Persönlichkeit, die in der Lage ist, durchzugreifen, ja. Und vor allem hast du, wenn du den Posten des Sheriffs abgibst, wieder mehr Zeit, dich eigentlich auf das zu konzentrieren, was wir eigentlich machen wollen. Weil ich hatte auch in letzter Zeit gerade so das Gefühl, dass wir uns eigentlich im Kreis drehen. Deswegen habe ich hier das beschissene Messer angepackt. Was wir übrigens nicht nochmal machen, okay? Es reizt mich aktuell nicht sonderlich. Und ich bin auch stark dafür, dass wir nicht mehr versuchen rauszukriegen, was da unten ist. Nicht, dass es so ist wie Prenava, dass wir das aus Versehen befreien und dann haben wir das Messer hoch 50. Ein amoklaufender kanadischer Serienkiller ist vielleicht genau das Richtige für diese Stadt. Bis zu dem Zeitpunkt würde ich gerne wissen, wie ich hier rauskomme. Danke. Mit freundlichen Grüßen. Ich erwarte keine Entscheidung von dir heute und hier und jetzt. Das muss auch nicht morgen zum Elysium stattfinden. Es geht mir darum, dass du dir darüber Gedanken machst. Wenn würde ich es morgen verkünden, damit es möglichst werbewirksam ist? Und du hast einen Hang zur Dramatik. Haben das nicht alle Kaineten oder wollen sie das nicht eigentlich? Ja gut, du vielleicht nicht. Aber wie hat es... Ich meine, theoretisch könnte ich mich auch als Sheriff anbieten, aber ich glaube, vorher würde Sabra sich selber ins Sonnenlicht legen. Okay, dann ist das gebongt. Versuchen können wir es. Oscar, du machst mich fertig, ey. Ich mache mir auch meine Gedanken und ich habe viel Zeit dazu. Red mit Sam. Frag sie, ob sie das machen würde. Zumindest hat sie die Leidenschaft dazu, auch Graham zur Strecke zu bringen. Und glaub mir, mit ihren Pflichten und Rechten als Sheriff wird sie dem nachkommen. Abgesehen davon haben wir ohnehin vor ihnen morgen Nacht etwas näher Zumindest auf die Pelle zu rücken. inoffiziell, semi-offiziell zu konfrontieren, Dinge in den Raum zu stellen, die zum Nachdenken anregen, weil anklagen können wir ihn nicht. Richtig. Aber mit dem Bestial Brew hat er sich, glaube ich, einen Fehltritt geleistet. Warum auch immer er das gemacht hat. Weißt du, wäre er ein Verbrecher, er tippt sich so an die Nase, würde ich das nennen, Beweismittel vernichten. Indem er es verschickt. Und es wusste ja jeder, dass es von ihm kommt. Was ist das denn bitte, eine Form, Beweismittel zu vernichten? Das ist ja. Wenn er sich so gut mit diesen Sachen auskennt, ist in dem Bestial Brew vielleicht mehr, als wir bislang festgestellt haben. Wäre das nicht mal was, wo du deine Studien drauf richten könntest, dass du so eine Flasche mal ordentlich auseinander nimmst? Hab ich schon. Und? Soweit. Ich kann keine Bestandteile feststellen, die irgendwie besonders auffällig sind, außer dass es halt kanitisches Blut beinhaltet. Aber sowas, was Andrew gemacht hat, sollte eigentlich einem Kaniten auch nicht möglich sein. Also kann ich leider nichts mehr wirklich ausschließen. Da muss irgendein Zweck hinterstehen, dass er das an alle möglichen Kaniten schickt. Entweder um es aus dem Keller rauszuhaben, Was um. blödsinnig ist, weil sein Absender literally draufsteht auf den Getränken.
Oder weil das mit den Flaschen noch eine Besonderheit hat, die uns bislang entgangen ist. Oha. Ich habe gerade so vor meinem geistigen Auge so eine Dünnblüterarmee. Oh Gott. Die so zombieartig durch die Straßen marschieren. Habe ich schon mal erwähnt, dass Du irre bist. das geht die ganze Zeit in meinem Kopf rum. Dann Nägel mit Köpfen. Graham muss zur Strecke gebracht werden. Wir wollen wissen, wie wir aus dieser Stadt rauskommen. Und bis wir aus der Stadt rauskommen, halt uns das Leben so angenehm wie möglich machen. Das hört sich ja total einfach an, wie aus einem Urlaubskatalog oder einem Schuljahrbuch. Aber es ist ein Anfang, es ist eine klare Zieldefinition. Ja, die hatten wir vorher eigentlich auch schon. Ja, nur irgendwie passieren dann immer irgendwie andere komische Dinge, um die wir Ja, uns kümmern. Vielleicht sollten wir das mit den anderen komischen Dingen einfach weglassen und... ne? Das Komische ist ja, dass die immer miteinander in Verbindung stehen. Hey Ronan, kümmere dich doch mal um den Aschemörder. Das Ja, Problem hast du da, nicht hier im mehr, wenn du kein Krankenhaus. Sheriff mehr bist, ja. Überleg es dir, im Endeffekt, ich kann es dir ja schlecht aufzwingen. Ich kann dir nur sagen, was ich für Bedenken habe, und die Entscheidung musst du selber treffen. Tja. Das mit den Dünnblütigen wird, glaube ich, wirklich die hässlichste Geschichte. Ich habe Zumindest die, die ein noch da sind. zwiespältiges Verhältnis zu ihnen. Ich würde sie gerne erforschen. Ich würde gerne wissen, wie sie funktionieren. Das Blut keint, was so weit ausgedünnt ist, dass es ihnen sogar möglich ist, tagsüber umherzugehen. Teilweise sind sie in der Lage, Kinder zu kriegen, wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf. Auf der anderen Seite bereitet es mir Sorgen. Die Vorboten von Gehirne. Richtig. Ehrlich gesagt halte ich das eigentlich für Schwachsinn, aber man könnte mit einer gewissen darwinistischen Einstellung schlussfolgern, dass sie der nächste Schritt der Evolution sind. Der nächste Schritt, ich denke eher, wir gehen auf den Tag ohne Namen zu. Solange keiner noch nicht herumläuft, lassen wir ihn erstmal, wo er ist. Denk dran, was Joe dir erzählt hat mit dem Call, ne? Wobei die Ältesten den Ruf wohl langsam hören. Dann hat es begonnen. Der Zerfall der großen Clans ist vielleicht durchaus ein Zeichen des nahenden Untergangs, aber solange die Welt sich noch dreht, würde ich auch gerne so tun, als dreht sie sich noch. Andererseits wäre das ein Ausweg, ne? Also wenn du die anderen davon überzeugt bekommen hast, dass es eh alles angefangen hat und eh alles zu spät ist, dann würden sie vielleicht die Dünnblüte akzeptieren. Wenn es nach mir ginge, würde ich gerne die Dünnblüter unter unsere Aufsicht stellen und integrieren. Dann könnten wir in Ruhe herausfinden, wie ihre Kräfte funktionieren, ohne Aber dass sie man sie sind. aufschneiden und sezieren muss. Ronan, das wird nicht so funktionieren. Die Dünnblüter haben uns gegenüber einen entscheidenden Vorteil. Und diesen wirst du nicht schönreden können. Jelly hat es schon einmal erwähnt. Es wundert mich eigentlich, dass niemand darauf eingegangen ist. Ich meine, ich kenne diesen Isaiah nicht. Vermutlich hat er es verdient, wenn sie ihn tatsächlich aus dem Weg räumt. Aber sie sagte, sie will es tagsüber tun. Das ist die größte Angst eines jeden Kainiten. Wer sagt, dass da Schluss ist?
Was ist, wenn die Dünnblüter begreifen, dass sie eigentlich mächtiger sind als wir? Ich weiß. Dann Glaubst du haben wirklich, sie. du kannst sie integrieren in eine Stadt voller Kainiten? Ich weiß es nicht. Es wäre mir am liebsten. Ob das geht, weiß ich nicht. Und alle können auch nicht bei Tag wandeln, wie wir festgestellt haben. Richtig. Was ich wirklich herausfinden wollen würde, ist, ob es einen einzigen, einen gemeinsamen Nenner gibt Sie in ihrem brauchen Blut. Blut. Früher oder später wird jeder Dünnblütige auffällig, weil sie Blut brauchen. Aber Fakt ist, wir wissen ja nicht, wie viele noch da sind und gehen wir im schlimmsten Fall davon aus, 20 Teenager. Vielleicht auch mehr. Oder mehr. Ob ich das Blut an meinen Händen kleben haben möchte? Ganz eindeutig nein. Da sind wir wieder bei der Geschichte. Normalerweise wäre es deine Aufgabe, sie zu vernichten. Ja, und wie war ich dann die Maskerade gleichzeitig? Eben um die Maskerade zu wahren, muss man sie aus dem Weg räumen. Und die Eltern? Erklärungen kann man immer finden. Für einen Massenmord? Ich sage nicht, dass es gut ist oder dass ich es gut heiße, aber theoretisch, es gibt Erklärungsmöglichkeiten. Epidemie, Krankheiten. Eine Schulklasse, sie waren zusammen auf einer Feier, haben sich alle mit dem gleichen Virus infiziert. Möglich, ja, aber das. Gerade in so einer Menge wirft das halt wieder Fragen auf, was irgendwann wieder die zweite Inquisition in die Stadt ruft. Ich gehe davon aus, dass das früher oder später der Fall sein wird. Weil es Das gab ist so ein mit. schönes Abkommen mit denen. Früher oder später kommen die wieder. Die Ja. wissen, dass wir hier sind. Natürlich, die Leichen werden ja auch irgendwann vermisst werden. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht in ein paar Wochen, aber irgendwann kann Malcolm da nicht mehr faken. Und dann werden sie kein Team schicken, von dem Bruce überzeugt ist, dass sie eigentlich nett waren und eher neugierig. Dann schicken sie die Entsprechung eines SWAT-Teams. Ich hoffe dann einfach mal, dass Bruce nicht mit denen reden will. Oh, er wird. Ich weiß, was du mir sagen willst. Und ich bin dir echt dankbar für deine Offenheit. Das war das, was du mal gesagt hast, Direktheit. Fördert aber meinen Schlaf nicht. Naja, ich hätte es auch auf die kainitische Tour machen können, indem ich einfach anfange, in deinen Rücken zu fallen und hinter deinem Rücken gegen dich zu agieren. Und irgendwann fällt dann einfach ein Klavier aus dem dritten Stock und erschlägt dich. Muss es ein Klavier sein? Wir können auch über einen Amboss reden. Übergroßes Kleeblatt, das finde ich sehr nett. Wo soll ich das denn hernehmen? Das ist dein Mordkomplott dann. Aber ich kann dich beruhigen, ich plane nicht, dich umzubringen. Na, das ist ja schön. Beruhigend. Wir ziehen an einem Strang, das ist mir bewusst. Aber so wie ich es bisher mitbekommen habe, tut ja der Posten des Sheriffs keinen Gefallen auf keiner Ebene. Bringt dich auch nicht persönlich weiter, im Gegenteil. Tja, zwei Optionen wieder. Entweder richtig oder aus dem Rampenlicht raus. Die Entscheidung liegt bei dir. Aber wenn, dann würde ich auch dafür vorschlagen, dass du deinen Kleidungsstil änderst, dass man deine Tattoos besser sieht. Wenn schon Gangsterboss, dann richtig. Ich hätte ja irgendwie die Hoffnung gehabt, dass die Anarchen darauf ein bisschen anspringen, aber
Der eine hat Spinnenarme. Was glaubst du, kannst du den noch beeindrucken? Klar, gegen Spider-Man bin ich chancenlos. Der hat mir schon Angst gemacht, deswegen habe ich nichts gesagt. Ich habe es nicht so mit Spinnen. Deswegen, wegen meiner Präsenz, halten die sich aus der Bibliothek fern. Ansonsten hätte ich ein richtiges Problem. Jetzt sag nicht, du bist eine kanitische Arachnophobikerin. Dann sage ich es nicht, nein. Okay. Muss dringend das Ritual lernen, an den Wänden hochzukrabbeln. Und dann wunderst du dich, dass die Leute dich einfach nur in die Ecke schubsen wollen. Im Übrigen ist das kein Ritual. Wenn du ein bisschen stärker bist, kannst du das natürlich. Soll ich dir demonstrieren? Ich denke mal, das heißt nein. Richtig, Frau Professor. Nun denn, ich denke, ich habe gesagt, was ich zu sagen habe. Es liegt nun an dir. Ja. So oder so wird morgen sich einiges verändern. Weißt du, ich glaube, ich werde morgen Sabra fragen, ob ich mir ein Ghoul anschaffen darf. Ich hoffe, dass Sam sie noch davon überzeugt kriegt, dass niemand ihren Stiefel abküssen muss. Das hat sie nicht wirklich vor. Dann möchte ich ganz hinten in der Reihe stehen. Weil wenn noch von ihr was übrig ist, wenn vorher... Anna da war? Ja. Von ihr schon, von dem Stiefel wahrscheinlich nicht mehr viel. Inklusive Fuß. Sie mag vielleicht mächtiges Blut haben, aber die hellste Birne ist sie definitiv nicht im Kronleuchter. Ich weiß es nicht. Mittlerweile bin ich mir nur noch über sehr wenige Sachen wirklich sicher. Nun ja, dass der werte Prenava kein Kainit ist, das hat schon geschockt. Das war schön. Das war toll. Ich hätte fast meine Kippe verschluckt. Schade, dass er die Stadt verlassen hat. Ich meine, jetzt gut für uns, weil ich glaube, das Echo hätten wir nicht gut vertragen. Was gerade sind wir sicher, dass er die Stadt auch wirklich verlassen hat. Und ich halte ihn für einen gewissenhaften Geschäftsmann, ja. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du machst mich fertig, echt. Wie kann man einerseits so einen Weitblick haben und andererseits so furchtbar naiv sein? Du, ich bin nicht viel draußen. Genau genommen, bevor ich euch kennengelernt habe, saß ich quasi dauerhaft in der Bibliothek, außer zum Trinken. Na, nochmal zurück in die Zeit? War entspannter, hm? Es war sehr einsam. Das hast du schön gesagt. Und irgendwann hast du dir auch mit Henry nichts mehr zu erzählen.
Weißt du, was eigentlich am deprimierendsten war? Dass ich Geister gesehen habe. Aber nicht mit denen reden konnte. Du siehst quasi Gestalten, wie sie dort vor sich hin existieren. Du siehst sie, sie sehen dich nicht. Du versuchst auf dich aufmerksam zu machen, sie sehen dich nicht. Du versuchst mit ihnen zu sprechen. Und sie antworten nicht. Aber daran arbeitest du ja, oder nicht? Ich habe das Ritual von Prenava bekommen, ja. Ich neige sogar, ich würde es gerne vorher testen, bevor wir es an deiner Frau versuchen. Das ist schön. Das weiß ich nicht zu schätzen. Du sag mal, hast du gerade noch was vor? Ich meine, das Ritual wäre vorbereitet. Wir könnten es probieren. Logischerweise erstmal mit einem anderen Geist, der da vielleicht vorhanden ist. Oder wenn du sagst, wir sind ganz wagemutig mit deiner Frau. Vielleicht bringt das ein bisschen Licht ins Dunkel. Scheiße, du bist ja echt wie so ein Überfallkommando. Es ist ein Vorschlag. Ich meine, ich kann es verstehen. Morgen ist Elysium und ganz viel Stress und so. Das war nur ein Vorschlag. Besser wird es danach nicht. Und vor allem, ob das auch für den Spielleiter okay ist. Weil der ist da. Man sieht ihn nur nicht. Wie ein Geist quasi. Er ist Sixth Sense. Siehe tote Koalas. Nein! Jetzt hab ich Sag was, Ronan, komm. Spielst du dann so wieder diese furchtbare Musik? Furchtbare Musik, die ist toll. Aber nein, für so ein Ritual würde ich mich gerne konzentrieren. Ach, und okay. Weil die Musik driftet immer so ein bisschen ab. Aha. Na dann. Dann auf geht's zur Bibliothek. Wenn mich alles täuscht, hatte Prenava dir aber auch gesagt, dass es nur einmal funktioniert mit dem Gegenstand, ne? Ach so, gut. Ah, okay, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, das ist so eine Anleitung. Okay, gut. Das ist eine Anleitung für das Ritual, aber er hat auch gesagt, dass der Gegenstand nur Kraft für einmal hat. Ah, gut, dann hätte ich es jetzt auch anders formuliert. Gut, dann vergiss das hier mit dem einmal üben, dann, Ronan, wir müssen gleich. Klar. Dann auf geht's zur Bibliothek. Transition. Dödödödöd. Auf geht's zum Scarlet Mobil. Ja, der alte, kurze Zeit der, später. Der alte Opel Corsa ohne Elektronik. Ja, genau der. Konnte nicht nach, und ich dachte, mein Dodge wäre alt. Na, du hast gesehen, was ich mit Sams Laptop gemacht habe. Ich hatte da auch keine Elektronik drin, aber sie steht noch immer irgendwo bei der Polizei. Das wäre eigentlich ein schönes Geschenk zu deinem 100. Geburtstag. Wow, danke. Wieso? Deiner ist doch rausgeholt worden von der Polizei. Ist er? Ja. Joe und der Dicke haben alles mitgehen lassen. Okay. Steht alles ja, in der Garage. Gesprochen, okay. Den habe ich an meinen alten Dodge wieder. Cool. Da kannst du es gerade noch nichts dran kaputt machen, weil er so alt ist. Fantastisch. Na dann. In der Bibliothek, ich hatte ja schon das alles vorbereitet. Wahrscheinlich die Kerzen alle schön aufgereiht, alles so nach Anleitung, schön nach Lehrbuch, akkurat, kein Staubkrümel, der irgendwie das ganze Ritual stören kann.
Ja, und bitte nicht rauchen, weil alte Bücher und so. Wie früher, wenn der Bus kam und du schnell noch drauf rauchen musstest. Der Scarlet Freemade wieder die Anleitung von Prenava raus, holt auch diese Statue mit dem Krokodil. Aus ihren Privaträumen würde das dann alles so schön aufstellen. Alles, wie gesagt, nach Lehrbuch akkurat. Ein bisschen nervös. Bist du bereit, Ronan? Nö, mach ruhig. Wow. Naja, es ist nicht meine Frau, um die es hier geht. Kann man denn für sowas bereit sein? Hast du dir schon überlegt, was du zu ihr sagst? Hi. Ihr hattet eine glückliche Ehe, oder? Dünnes Eis, Scarlett. Wie geht Brauche einen das Ganze denn Cookie. jetzt vonstatten? Also, muss ich da eine Zauberformel vorlesen? Muss ich einen Wurf machen? Kannst du ja mal improvisieren. Ich habe das jetzt gar nicht vorbereitet für heute, aber mach mal. Okay, pass auf. Dann, wir brauchen grundsätzlich ein Pentagramm. Dann die Kerzen, die da brennen. Dann würde ich irgendwie so eine Formel auf Latein runterbeten. Das passt auch ganz gut zu Magie und so. Und ja, wenn das alles Vermutlich, weil es von vollzogen ist. Penava kommt, auf Rumänisch wahrscheinlich oder sowas, ja. Oha, dann habe ich mich vorher auch noch belesen, wie man das ausspricht. Nicht, dass wir gleich dann Toaster beschwören. Ja. Kupala, alte Socke. Ach Mensch, hi. Ja, und ich gehe mal davon aus, so geisttypisch wird es erstmal kälter im Raum. Dass halt auch die Kerzen vielleicht so ausgehen, so nacheinander. Auch erst so flackern, bevor sie dann löschen. Und sich dann die Gestalt, die wird, die deine Frau wird wahrscheinlich wieder hinter dir stehen, Ronan, oder? Das macht sie ja immer. Ja, denke schon. Vielleicht auch in der Mitte von dem Pentagramm. Das klingt immer ganz gut, wenn man sie darin irgendwie beschwört. Durchscheinend. Wenn man, ich glaube, Ronan hatte das ja schon mal gesehen mit dem Auspex, ne? Dieses verzerrte Gesicht, das sich ständig in eine Fratze verwandelt. Immer verzieht. Rechts und nach links weg, so ein bisschen wie wenn man ein schlechtes TV-Bild hat. Also da ist sie Schwebt zumindest. so eine Handbreit über dem Boden. Und holt mal sein Kreuz raus, was er so unter dem Hemd trägt. Spielt halt Das mit so ein wird bisschen, warm. so ein bisschen rum. Das Kreuz wird warm. Das ist neu. Ist alles okay bei dir? Das Kreuz wird warm. Das ist vermutlich kein gutes Omen. Tja, vielleicht ist es doch eine Botschaft von oben. Aber zumindest sie ist schon mal da. Das ist gut. Das heißt, es hat was funktioniert. Schwebt so ein bisschen hin und her in dem Pentagramm, stößt dann ein bisschen so gegen so unsichtbare Wände, wo das ist. Hey, Kendra. Gestalt ruckt herum, ganz plötzlich, und verzerrt sich wieder. Warum bist du noch hier? Oder warum bist du wieder hier? Streckt die Hand aus, zeigt auf dich. Du solltest doch im Paradies sein. Scarlett wirft dir so einen Blick zu, schüttelt dann so den Kopf, sagt aber nichts.
Der Geist wirft den Kopf so in den Nacken und schüttelt sich so ein bisschen. Bist du hier, um mich zu beschützen? Nickt mit dem Kopf. Frag sie, ob es ihr gut geht. Geht es dir gut? Öffnet so ein bisschen den Mund, aber es kommt nicht wirklich einen Ton heraus. Schwebt dann so auf dich zu und kommt dann an die Grenze von dem Pentagramm. Nicht weiter. Meinst du, es ist ungefährlich, das Pentagramm zu überschreiten? Für mich meine ich. Ich würde es nicht riskieren. Ich meine, ich vertraue deiner Frau, aber ich vertraue nicht. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Das ist nicht wie die Geister, die ich gesehen habe. Die sahen nicht so aus, nicht so verzerrt, nicht so. Ich Wir würde können davon ja absehen. mal was probieren. Er nimmt das Kreuz und würde sich mit dem Kreuz dem Pentagramm nähern. Ja, das wird warm. Wird es wärmer oder? Definitiv, ja. Wenn du dann damit irgendwie an die Grenzen stößt, dann wird das irgendwann. Also es ist aus Metall, ne? Dann wird das irgendwann aufglühen und fangen zu schmelzen. Shit! Also verformt sich dann, wenn du es in der Hand hast, klar. Siehst dir dann so Eieiei. ans. Als heißes Metall zwischen den Fingern und verbrennt deine Hand. Das passt hier jetzt, wo er jetzt einen eingebrannten Kreuzabdruck hat hier drin. So ist gar nicht, ich bin ratlos. Hat das wehgetan? Ja, egal. Ja, es war eine blöde Frage. Ist okay. War eine blöde Frage. Ich sehe ja aus wie der Typ aus Indiana Jones. Du magst doch dramatische Auftritte. Jetzt hast du noch einen mehr. Scarlett. Der Geist schüttelt mit dem Kopf. Können wir dir irgendwie helfen, Kendra? Dreht sich langsam rum zu Scarlett. Schaut sie so ein bisschen mit leeren Blick an. Legt den Kopf dann irgendwie schief. So, als ob die Frage nicht verstehen würde. Nun ja, du siehst irgendwie ungesund aus, also als ob etwas nicht mit dir stimmt. So, als würde etwas immer an dir ziehen. Ein Sog vielleicht. Bist du freiwillig hier bei Ronan? Zeigt wieder auf Ron. Also ja. Hast du Angst um ihn? Nickt. Aber aus einem besonderen Grund heraus, dass ihm jetzt eine unmittelbare Gefahr bevorsteht. Vielleicht kennst du mich ja einfach. Ja, irgendwie für Scarlett verändert sich nicht viel, außer dass sich der Geist verzieht. Für Ronan sieht man aber, dass der Geist sich in dieser Art verzerrt, dass man sieht quasi den Schuss, wie der Bauch aufplatzt. Weil das hatte Ronan ja nicht gesehen, du hast ja nur die Leiche gesehen, aber jetzt es zeigt dir quasi, wie sie gestorben ist. Er taumelt zurück. Ronan, alles gut? Nein.
Scheiße. Hörst du wieder Stimmen? Nein, sie hat mir gerade nur gezeigt, wie sie gestorben ist. Die Wunden. Okay. Bist du seit dem Zeitpunkt an meiner Seite? Nickt. Das heißt, sie verzichtet auf ihr Dasein in den Schattenlanden, um bei dir zu sein, um dich zu beschützen? Aber sie kann hier in dieser Welt wenig ausrichten. Und zieht so einen Teil des Kleides so hoch, zeigt so den Kleidsaum, piekt so mit dem Finger so eine Beule da rein. Und irgendwann geht der Finger so durch den Saum durch. Schaut dann so auffordernd Richtung Ronan. Ich glaube, sie will dir was sagen oder will, dass du was erkennst, was sie sagt. Ja. Wird die Bewegung so schneller? Macht so einen. Wenn du so mit so einem fragenden Blick da stehst und irgendwie so ein verzweifelter Gesichtsausdruck. Kann man irgendwas drauf würfeln, um das zu erkennen, was sie da gerade als Charade da so darbietet? Weil ich als Spieler erkenne sowas sowieso nicht. Kannst ja mal würfeln auf Intelligenz und keine Ahnung, Performance oder sowas. Dann wohl Intelligenz. Hey, zwei Erfolge. Naja, irgendwas wird durchbohrt, durchbrochen. Ein Stoff oder so. Der Schleier. Nickt mit dem Kopf und zeigt dann Der so. Schleier. Der Schleier zwischen den Ebenen ist durchlässig. Macht dann so irgendwie, kann Ronan Lippen lesen eigentlich? Keine Ahnung. Habe ich nie drüber nachgedacht. Weiß ich gar nicht, ob du das irgendwann nicht irgendwo ja. Irgendein Charakter konnte das, ich weiß aber nicht mehr welcher. Ja, Tordek. Ah ja, okay. Aber vielleicht macht sie dann irgendwie so, vielleicht kann man mal nach einer Zeit drauf kommen, irgendwie, dass man irgendwie so diese Worte nur hier mitkriegt. In dieser Stadt. Nickt. Klingt aber nicht sehr gut. Zieht den Bauch ein, macht so. Zeigt einen dünnen. Ich meine, die Vermutung hatten wir ja schon, dass der Schleier sich ausdünnt an diesem Ort.
Das heißt aber, dass tatsächlich relativ frei Geister umherwandeln können. Richtig. Aber müssten sie dann nicht auch eigentlich wieder zurückkommen können? Also dahin zurückgehen? Macht so eine Geste so mit, wie man an einem Seil zieht, zeigt dann auf sich. Also wird man zurückgezogen? Nickt. Das heißt, die Geister können zwar in diese Welt, aber sie werden wieder zurückgezogen, da wo sie eigentlich hingehören. Nickt. Macht dann so eine Geste, hält eine Hand hoch, zeigt so einen Finger, umfasst mit der einen Hand den Finger, zeigt auf sich, zeigt auf Ronan, umschließt den Finger. Also, du beschützt ihn quasi. Du legst dich so über ihn? Versteh das bitte nicht falsch, Ron. Macht wieder dieses an einem Seil ziehen. Ach so, man versucht dich von ihm wegzuziehen, aber du kommst immer wieder zurück. Deswegen siehst du auch so verzerrt aus. Die wollen. Ach. Tja, sie hat ja schon immer einen verflucht starken Willen. Zeigt dann auf dich. Also auf Ronan, macht dann so ein Tränengesicht und schüttelt dann mit dem Kopf. Dann so eine Schlafgeste, schüttelt wieder mit dem Kopf, macht dann so eine fragende Geste. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Also sprich, sie kann nicht schlafen und auch nicht weinen. Ich kann das nicht. Wieso kannst du nicht weinen? Weil ich tot bin? Aber du schläfst ja, du hast ja deine Tagruhe. Oder machst du das auch nicht? Doch, aber das ist ja nicht wirklich schlafen. Naja, was hast du eben die ganze Zeit immer betont, dass du so schl Ich glaube, sie kriegt meine Unruhe mit. Also laut den Aufzeichnungen, die ich habe, und Scarlett fängt wieder an, in ihren Büchern, die sie dabei hat, zu kramen, ernähren sich Geister von Emotionen. Oh. Ich glaube, dafür gibt es auch einen Begriff, nennt sich, und dann hier Zettel, 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 Zettel. Ich glaube, das nennt sich Pathos oder so. Das heißt, also je schlechter es mir geht, also je mehr ich nachdenke und so weiter und so weiter und so weiter, desto mehr betrifft es sie. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ob es negativ für sie ist, wenn du viel grübelst. Also jetzt mal abgesehen von deiner persönlichen Bindung, aber ich kenne mich halt da wenig aus. Sie scheinbar auch. Zeigt wieder auf Ronan, macht dann so eine Herzgeste, macht dann auch so Daumen hoch oben. Aber sie liebt dich noch, guck mal. Ein bisschen verlegen. Das ist ein bisschen creep Ach. gerade. Naja, wenn man bedenkt, dass sie vielleicht auch dabei war, wenn du mit Jelly zusammen warst. Danke, Nick, Scarlett. nickt. Dankeschön. Wie fühlst du dich denn da als Geist, Kendra? Also ich meine, wenn du das siehst.
Zeigt wieder auf Ronan, macht wieder den Herz. Daumen hoch. Das freust dich, dass er glücklich ist. Ja, das ist sehr beruhigend. Guck mal, das zeigt aber, dass du eine liebe Ehefrau hast. Es gibt auch bestimmt ein paar rachsüchtige Exemplare, die... Hast du davon in einem Buch gelesen, Scarlett? Es gibt eine Menge Krimis, die darauf beruhen, auf rachsüchtigen Ehefrauen. Aber es freut mich, dass ich euch helfen konnte. Ja, aber was jetzt? Du hast die Antworten, die du wolltest. Sie ist nicht gezwungen, an deiner Seite zu sein. Sie ist gerne dort, um dich zu beschützen. Aber vor was genau? Naja, wahrscheinlich vor dir selbst. Ich meine das im besten Sinne. Zumindest hat sie niemand an dich geflucht. Du hattest ja kurzzeitig deinen Erschaffer im Verdacht. Ja. Dass er sie an dich gebunden hat. Dann, tja. Tja, cool. Bückt sich auf den Boden. Und malt so Buchstaben auf den. Ist das Stein oder was ist das? So Linoleum oder wie ist der Boden geschaffen? Das ist das Hinterzimmer, das wird nicht so edel sein, also ich denke mal Linoleum oder sowas. Ja. Halt dann so mit dem Finger irgendwie Zeichen auf dem Boden und Ronan kann tatsächlich die. Kann dann irgendwie lesen, dass es. Der Name ist Maximilia. Was ist mit ihm? Zeigt wieder auf dich. Er beobachtet mich. Macht so eine Geste irgendwie, wendet sich selbst die Augen zu und tastet so vor sich. Er sucht nach dir? Wer ist dieser Maximilian überhaupt? Mein Erzeuger. Ah. Aber er weiß nicht, dass du hier bist, aber er sucht nach dir. Toll. Tja, das heißt, wir sollten dann wohl meinen Zacken zulegen, also einen Zahn zulegen. Tippt sie sich wieder an den Kopf. Zeigt so auf den Boden, wo sie den Namen hingeschrieben hat, zieht sich an den Kopf und macht dann so eine Rasierbewegung. Das Rasiermesser, das was du geauspeckst hast, meinst du das, Kendra? Hat er das mitbekommen? Mach mal einen Wurf auf Auspex und Geistesschärfe. Oder vielleicht Auspex und Wahrnehmung ist, glaube ich, besser.
Da ist nur ein Rouse-Check, den ich sehe. Bist immer noch gemutet. Mal gucken, wie ich das hier am besten eingebe. Weiß gar nicht, kann man die nicht kombinieren? Offiziell nicht. Achso, okay. Moment. Geistesschärfe und Disziplin geht. Dann mach das mal. Dann mache ich das. Ab. Ronan streckt seine übernatürlichen Sinne aus. Vielleicht sogar versucht er damit den Schleier oder so das noch zu durchbrechen. Nachdem ich jetzt Erfahrungen gesammelt habe, ihn durch den Spiegel gucken. Ja, ja, genau. Und dann kannst du tatsächlich irgendwie ganz weiter Ferne irgendwie hören, was sie sagt oder was sie denkt oder was sie fühlt oder so. Du bist dir nicht ganz sicher, was es bedeutet. Du hörst immer wieder den Namen deines Erzeugers, Maximilian Montagu. Und dann sucht Macht und kennt jemanden, der das Messer kennt. Tobias von Horn. Nutzt die Verbindung. Oh, Kacke. Sieht die Stadt jetzt. Tja, ich glaube, ich krieg mal Besuch. Wie kommst du denn auf die Idee? Ich glaube, ich konnte den Widerhall ihrer Gedanken hören. Du kannst sowas? Du kannst aber nicht hören, was ich denke, oder? Das wäre verwunderlich. Aber vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich letztens... durch einen zerbrochenen Spiegel gesehen habe. Das, was du jetzt irgendwie in deinem Kopf ständig hörst, sind immer die Worte, die widerhallen. Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb. Und es hört nicht auf. Mein Erzeuger kennt einen Tobias von Horn. Komischer Name. Und der kennt das Messer. Oder umgekehrt. Oder irgendwie in einer Verbindung stehen die zueinander. Und ich denke, dadurch, dass ich das berührt habe, weiß er jetzt von der Stadt. Das ist gut. Naja, wir haben uns im Streit getrennt. Also nicht gut. Und ich weiß nicht, wie viel er mittlerweile über mich weiß. Großartig. Was ich sagen kann, ist, dass er ein erzkonservativer Tremär und extremer Anhänger der Pyramide ist. Genauer gesagt von Haus Etrius. Der eitle Gockel. Entschuldigung, das war OT. Noch konservativer geht es nicht. Okay. Mächtiger Tremere. Das dürfte für einigen Wirbel sorgen. Und seine Verbindungen ging bis ins FBI. Interessant. Du hörst jetzt wieder Kendras Worte, die immer hinter diesem Alistair Webb, Alistair Webb, Alistair Webb hinterher sind. Und dann hörst du irgendwie, Alistair Webb hat Weg gefunden durch den Tod
wiederzukehren. Hier, in dieser Stadt liegt der Schlüssel. Maximilian sucht Weg, toten Tremere zurückzuholen. Scheiße! 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 Wenn man sich Scheiße. Das jetzt überlegt, es sind sogar schon zwei Leute dann, die den hier in dieser Stadt den Tod überwunden haben. Scheiße! Sam. Scheiße! Scheiße! Und, naja, gut, den anderen kennt ihr noch nicht. Ronan? Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm, dass dein Erschaffer hierher kommt. Ich meine, man kann ja bestimmt mit ihm reden. Nein, das ist nicht das Problem. Was denn dann? Er versucht in gewisser Weise das, was Andrew versucht hat. Er versucht, die Pyramide wieder auferstehen zu lassen. Hier. Tja, schon möglich? Ja, hier. Alle meinst du, dass das... Alle Toten Tremere. Faszinierend, wenn das funktioniert und sehr spannend, aber... Und wir sind dann alle tot, weil es dann hier das Zentrum ist. Auf einem Platz, wo nichts wirklich ewig tot ist, wenn man weiß, wie es geht. Richtig. Verdammt, das heißt, Prenava hatte recht. Hier liegt unter uns das Wissen zu echter Unsterblichkeit. Und das stell dir mal vor in den Händen von Tremere. Also ich möchte eigentlich das in keiner Hand wissen. Ja, aber fangen wir mal da an. Aber das ist cool, aber auch irgendwie gruselig. Aber cool. Der Geist verzerrt sich übrigens jetzt immer mehr. Oh, ich glaube, dass die Kraft des Artefakts lässt nach. Ich danke dir. Ja, auch von mir. Danke, Kendra. Macht einen Kussmund Richtung Ronan. Ich denke mal, dann wird sie sich auch wieder auflösen. Ja. Scheiße. Wow. Das heißt, theoretisch, wenn man weiß, wie, kann man das Ritual beliebig wiederholen. Aber ich meine, das Ritual wurde ja nie festgehalten, oder? Das wurde ja nie aufgeschrieben. Also weiß ja im Endeffekt keiner, wie das funktioniert. Naja, Andrews Bücher hat Sam noch. Wissen wir das? Ist das Common Knowledge? Ronan weiß das, glaube ich, ne? Dass sie eingemauert wurden. Ja. Das Wissen ist zwar offiziell nicht bekannt, aber Andrews gesamte Schriften sind noch da, wo er das vermutlich zusammen verklausuliert hat. Dann sollten wir diese Schrift vielleicht verdichten, so in Hinblick. Die hat Sam eingemauert, damit ich sie nicht lese. Wo eingemauert? Im Club. Das ist schon gefährlich. Wir haben ein Elysium. Da stecken dann Haufen Im Leute. Im Club. Da kommt man nicht so einfach dran, aber die nur ein paar der Zeilen zu lesen, haben mir fast den Verstand geraubt. Über das Wissen, wie es funktioniert oder was man dafür tun muss? Was hat dir den Verstand geraubt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Als ich angefangen habe, in den Büchern zu lesen, habe ich auf einmal Kendra gesehen. Ich denke, dass allein das Lesen irgendwas auslöst, den Schleier noch weiter aufreißt. Lesen per se vielleicht weniger. Was, wenn Andrew unwissentlich in die Seiten Teile der anderen Welt gebannt hat?
Ich denke, dass Graham uns dazu einiges sagen kann. Ja, dann ist ja kein Problem. Nein. Theoretisch haben wir jetzt ein Druckmittel. Weil das folgendermaßen, pass mal auf, allein wie dich der Gedanke in Schrecken versetzt, dass ja ein Tremere auftaucht, der das Wissen kriegen kann, wie man alle Tremere wiederholt. Und alle anderen Kaniten. Richtig. Ich glaube, egal wie Graham drauf ist, ich bin diesem Menschen, glaube ich, hab ich noch nie mit dem unterhalten. Das wäre auch etwas, womit man ihm durchaus zum Reden bringen kann. Man muss zusammenarbeiten, weil das ist ja auch nicht in seinem Interesse, wenn die Tremere hier aufschlagen und wenn die im Rudel aufschlagen, wie die das meistens tun. Ist es das nicht? Noch sind sie nicht da. Richtig. Aber das Wissen, dass sie hierher kommen könnten, könnte ausreichen, um das Gespräch mit ihm zu suchen. Aber er hat auch etwas, was ich aus dem Brief herausgelesen habe, den mir Sam gezeigt hat. Graham hat Andrew konstant unterstützt in dem, was er getan hat. Also muss Graham irgendetwas davon, er muss seinen Nutzen daran gehabt haben. Ja. Vermutlich will er Alistair Webb wiederholen. Ich weiß ja nicht, aber der zerbrochene Spiegel ist doch das Zeichen der Malkaviare. Ja. Ich habe immer noch die Vermutung, doch nur ein kleiner Teil von dem stimmt, was ich mir zusammengereimt habe, ist irgendwo unter der Stadt die Essenz eines skeletischen Serienkillers. Eines Malkavianers. Okay. Also einem sehr alten, mächtigen Malkavianer, der wiederkommen will, der wieder auferstehen will, der leben will. Alistair Webb. Aber warum möchte Graham den wiederhaben? Warum Wieso nicht? Holt man einen Serienkiller wieder? Was wäre denn so besser, um seine Standpunkte klar zu machen? Außerdem ist es ein Malkavianer. Aber die sind unzurechnungsfähig. Die, ja, die genau. Ach, nee. Es ist nicht mal gesagt, dass die zusammenarbeiten. Der könnte den Alten wiederholen und der sagt ja. Sich so, ja Mensch, ja. Zünd ich die Stadt aber an. Aber in seiner Welt ergibt das vermutlich Sinn. Ja, fantastisch. Graham muss weg. Punkt. Tja, wenn man aber theoretisch jeden zurück ins Leben rufen kann, der verstorben ist. Kannst du auch Kendra wiederholen. Eröffnet das sehr weitreichende Gedankengänge. Ja, von der Überbevölkerung mal ganz abzusehen. Joao kannst du auch wiederholen. Der Tod hat keine Relevanz mehr. Ja. Was würde mit dem Abyss passieren? Würde der Abyss das einfach zulassen? Stell dir mal vor, jemand hockt hier auf den Trichter und findet, hey, ich finde, die ganzen Sabbati sollten zurückkommen. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass der Sabbat tot ist. Nur die, die offensichtlich vorgegangen sind. Aber es braucht ja nur einer da sein, der sich denkt, hey, ich finde, ich sollte mal meine alten Kumpels zurückholen. Ich bin mir sicher. Il-Jil, Bill und Kill. Ronin, den Sabbat gibt es noch da draußen. Ja, aber nicht mehr in der Machtfülle, die er mal hatte. Noch nicht. Ja, genau. Ich glaube, es ist kein Wunder, dass immer mehr Okkult-Interessierte oder vom Okkulten Berührte in der Stadt aufschlagen. Und du siehst ja, Sam ist dann theoretisch der lebende Beweis, dass man noch nicht mal als Kainit wiederkommt. Oder geschaffen wird, sondern als Mensch. Aber Sam, ich habe das doch so verstanden, sie ist als Mensch gestorben. Und als Mensch hat man sie wiedergeholt. Also ist die Frage, wenn jemand als Kainit gestorben ist, kommt er dann als Mensch wieder? Wer weiß das schon? Das wäre quasi... Jetzt stell dir mal vor, nur eine Hypothese, Tremere würde zurückkehren als das, was er vor dem Kainiten war. Ein Magier?
mit dem Wissen des so alt wie das Mittelalter. Aber komm, Sam kam als Baby auf die Welt. Sie musste alles von neu durchleben. Sie hat keine Erinnerung an das, was sie vorher war. Mit Ja, Tremere wird und es genauso sein. Was bringt es? ja, und Aber dann das hast du. Ritual wurde von Andrew durchgeführt und nicht von einem Tremere, der weiß, was er tut. Und jetzt stell dir vor, jemand könnte das beliebig manipulieren oder halt zum Beispiel sagen, hey, ich finde die Pyramide zwar toll, aber ich finde, Tremere sollte mir gehorchen. Die Vorsintflutlichen zurückholen und sich unterwerfen. Wird ja auch gerade kalt, obwohl es nicht geht. Ich glaube, da sind deine Tentakel das geringste Problem. Ich glaube, so hat sich keiner Gehenna vorgestellt. Ja, die Und ich dünnen glaube, Güter dass sind die. die Zeichen. Aber ich bin immer davon Bestimme. ausgegangen, dass die einfach aufwachen und nicht, dass die wiedergeboren werden. Aufwachen, wiedergeboren. Da ist ein Unterschied. In der Das ist Philosophie. irgendwie schade, dass die anderen nicht dabei sind. Das wird ja morgen toll beim Elysium. Ach ja, übrigens, komm, Sabra, geh mal weg hier. Wir haben hier Wichtigeres zu besprechen. Schade, ich wollte das jetzt eigentlich nicht so aufreißen. Aber Es die bot sich Tragweite gerade ist. echt so an, also. Die Tragweite ist ein bisschen erdrückend. Definitiv. Aber dann kann ich Ja. jetzt auch Prenava verstehen, dass er nicht will, dass das bekannt wird, was hier passiert. Aber er Ja, hätte auch ein bisschen besser versuchen können, das Ganze zu schützen. vielleicht hat er das. Weißt du, wenn alle, ich könnte jetzt sagen, es wäre so viel leichter, wenn alle einfach sagen würden, was sie meinen und immer offen zueinander wären, dann gäbe es keine Missverständnisse. Aber du, Ronan, Ja, hier. das heißt, dass Prenava doch kein so übler Kerl sein kann. Weil wenn er Aber ich. weiß, was hier möglich ist und das nicht ausnutzt, spricht das für ein Müh an gesunden Menschen, Kanitenverstand? Ja, das will ich ihm gar nicht absprechen. Aber es gibt hier genug, die das nicht haben. Richtig. Ich bin in Rente. Großartig. Also jetzt nicht das mit deiner Rente, aber wir haben was. Jetzt wissen wir, was wir hier schützen. Jetzt Was, macht es was? auch immer mehr Sinn, dass die Kuppel die Vampire nicht rauslässt. Wenn man mal drüber nachdenkt. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Wir können Graham schlecht hoch morgen auf die Elysium. Nein, das ist Hey. das quasi der erste An. Wir nähern uns ihm an. Er muss ja morgen mit uns reden, beziehungsweise mit euch. Er ist primogen, es ist ein Elysium, es ist eine höchst offizielle Veranstaltung. Er muss irgendwas sagen. Und irgendwie müssen wir es hinkriegen, dass wir weitere Kommunikationswege offen halten. Und spätestens, wenn wir ihn mit dem konfrontieren, dass hier vielleicht Haus und Clan im Anmarsch ist, wird er vielleicht erkennen, dass wir doch zusammenarbeiten sollten. Und so wie ich Maximilian kenne, bringt er seine Entourage mit. Wie es Tremere normalerweise tun. Der Meister kommt immer mit einem Lehrling. Ja, ein bisschen wie bei den Sith. Ich mag Star Wars. Ja, dann haben wir ein bisschen was zum Nachdenken, ne? Oh, definitiv. Ha, ist das nicht schön? Na, ich werde mir gleich Notizen machen und ich werd ein bisschen lesen, falls ich Bücher darüber habe. Wir kriegen das hin. Ja, ich werde auch ein bisschen nachdenken. Fantastisch. Siehst du Noch mehr? schon wieder. Und auf einmal wirken die ganzen am Anfang besprochenen Themen so nichtig und klein. Wobei die Ausgangsthese von Scarlett ja jetzt umso mehr trifft. Wir brauchen jemanden, der die Stadt beschützt. Richtig.
Naja, aber mit diesem Gedanken kann man den Stream dann für heute, glaube ich, auch abschließen. Ja, so lang soll es gar nicht gehen, sorry. Hey, war Ja, war schön. auch der zweite Teil war auch sehr unvorbereitet, aber gut, passte jetzt gerade. Und warum nicht ein Reveal machen an dieser Stelle? Wenn man und ein bisschen das schöne RP zwischendrin belohnen, das ist doch ganz gut. Ihr habt doch nicht gedacht, wir machen PvP jetzt. Nein. War nie der Plan, dass ich Ronan wehtue. Ja, vielleicht muss man das irgendwann. Was? Wir höchstens mal ordentlich schütteln. Na, wie gesagt, wir hatten es ja schon geklärt. Amboss oder Klavier. Sehr Mafia-like. Ein Klavier auf jeden Fall lassen. Ja. Ich meine, auch sehr schön, die Schlussfolgerungen sind alle sehr schlüssig. Jetzt bin ich gespannt, wie die anderen darauf reagieren. Und ja, also richtig Beweise dafür habt ihr ja alles noch nicht. Und es wird auf den 0815 Vampir halt wie das übliche Gerede von Gehenna wirken, aber Gehenna ist real, glaubt mir das. auf die ein oder andere Art und Weise Ja. schon, ja. Und wer sagt, dass Gehenna mal genauso ist, wie es in den Büchern steht? Gut, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr das so gemacht habt. War wirklich auch wichtig, dass wir diesen Step noch vor dem Elysium eingefügt haben. Das wird, glaube ich, einiges verändern für jetzt den Sonntag. Da können wir schon drauf gespannt sein. Zumindest Feramin hat gesagt, sie guckt sich das auch nicht an, bis es ist. Und mal gucken, ob Rerion und Mohn die zurückhalten können, ohne was zu verraten. Ja, ich weiß nicht, was mit Bruce ist. Mal gucken. Ja. Schauen. Wird spannend. Also ich freue mich schon auf Sonntag. Ja, ich Ja. auch. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Bist gemutet, du. Ich habe jetzt schon leichte Kopfschmerzen. Ach nee, ich finde das super. Das ist ganz viel Peng, Peng, Peng und ganz viel Bumm. Yay! Es hat Ronan nicht vorhin mal erwähnt, er schläft schlecht, weil er immer nachdenken Ah, da gibt muss. es bestimmt hier irgendwelche Medikamente. Du wirst doch Tremere, mix dir was. Das ist erst ab Stufe 3. Ja. Hängt alles irgendwie an den Charakteren fest, so also ein bisschen an Ronan und an Sam hängt, glaube ich, ziemlich viel fest, weil die mir sehr viel Angriffsfläche geboten haben mit ihrer Charaktererstellung. Mal schauen, wie ich die anderen auch noch ein bisschen reingezogen kriege. Aber Scarlett hat ja mit ihrem, in Anführungsstrichen, Deal mit Penava jetzt ja auch schon eine Kerbe geschlagen. Ich denke nicht, dass er das einfach so auf sich sitzen lässt. Aber mal Ich freue mich drauf, ich freue mich gucken. drauf. Das wird super. Ja, und es bleibt der Spruch, den der Impala auch zitiert hat heute. Ich glaube, das trifft sehr schön auf dieses Städtchen ohne Namen zu. Es ist nicht tot, was ewig liegt. In doppelt Höchste und Zeit, dreifacher Hinweis wird in auch der Tod Hinsicht. besiegt. Genau. Und ja, mit den Worten wünsche ich euch den Segen der Nacht da draußen. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr es nachschaut, hinterlasst uns bitte einen Kommentar oder so. Und empfiehlt uns weiter. Ich verzichte heute mal auf die ganzen Werbedinge. Ihr wisst es eh alles, dass ihr Mondi und Rerion folgen sollt. Und überall Folgt stalken, uns. dort auf Twitter und Twitch und YouTube und so. Und ansonsten machen wir am Sonntag wieder ganz normal Werbung. Wir sehen uns am Sonntag, Leute. Tschüss. Jawohl, Tschüss. tschüss.